Hallo und herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator. Wir machen ja weiter, der Tramp ist immer noch nicht da und ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen, wo der Junge bleibt. Halt, was? 25.000. Ja, 25.000. Aber bei, das geht eigentlich für einen Traktor. Wenn es jetzt 250.000 gewesen wären, dann wäre es ziemlich heftig. Leerzeichen interessiert sich für den YouTube-Kanal. Ja, gerne mal vorbeigucken. Gibt es viele gute Sachen zu sehen. Mit mir als Spinner sozusagen. Aber ich bin nicht alleine, sondern wir betreiben den Kanal. Zu dritt meine Unboxings, Let's Plays, unter anderem den Landwirtschaftssimulator. Wenn du genau wissen möchtest, was wir da machen, dann schau einfach auf unsere Kanalinfo. Da hast du einen Überblick mit dem aktuellen Sendeplan und wann so welche Themen rauskommen. Vielleicht ist da ja was dabei. Ich habe mich gewundert, warum jetzt hier der Nightbot sich einschaltet mit unserem Channel. Aber wenn du das natürlich eingibst, ist das auf jeden Fall klar. Ja, viel fehlt nicht mehr hier mit dem Sojafeld. Gleich abgeerntet. Geht's ans nächste. Aber wir müssen das auf jeden Fall in unser Silo einspeisen. Weil der Preis noch nicht allzu hoch ist. Da können wir noch ein bisschen mehr erwirtschaften. Denn preislich sind wir, ich glaube, bei so 2,3 Sojabohne. Ne, 2,5. Steigt auf jeden Fall. Wir haben es für 2,8 verkauft. Moment, steigt das wirklich? Das wäre gut. Ah ne, hier ist stabil. Ne, aber hier unten, das könnte doch was werden bei der Ranch. Dann gucken wir mal, ob wir hier da 3.000 verdienen. Das wäre nämlich schon ziemlich nice. Wenn wir da einfach 3.000 verdienen, dann verkaufen wir alles, was wir haben an Soja. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Sojabohne. Ich habe gerade gezockt, habe Baumwolle gemacht. 2 Ballen Baumwolle, 170.000. Ja, ich und Lukas, wir haben da mal einen Test gemacht. Kann ich ja auch mal sagen, hier auf Feld 8, da habe ich nämlich den Zettel vor mir. Also dieses Feld hatten wir einmal mit Sojabohne mit Sojabohne angepflanzt und wir haben 2,5 Hänger Sojabohne gekriegt, haben 1,5 Stunden, also 1,5 Stunden gebraucht, um dieses Feld hier abzuernten mit dieser Maschine, haben einen Gewinn von 380.000 gemacht und haben die Sojabohne zu einem Preis von 2.800 pro 1.000 Liter verkauft. Bei den Baumwolle Ballen war es so, die haben wir für 4.300 verkauft, haben einen Gewinn von 460.000 gemacht, haben aber allerdings 3,5 Stunden gebraucht, um dieses Feld abzuernten und haben 5,25 Ballen, also 5 ganze Ballen und ein Viertel Ballen erwirtschaftet. Also auf Dauer gesehen bist du mit Sojabohne besser bedient, weil du, da ist der Preis zwar ein bisschen geringer, du hast aber hier in 1,5 Stunden das Feld abgeerntet und hast dann eben in 1,5 Stunden 380.000 gemacht und mit Baumwolle halt in 3,5 Stunden knapp 500.000. Das heißt, im Umkehrschluss hättest du für dieselbe Zeit, ja, für 3 Stunden und hättest noch eine halbe Stunde gespart, an Sojabohne 780.000 verdient. Also Sojabohne ist lukrativer. Nur mal so am Rande, haben wir getestet. Weil Baumwolle hat ein schmaleres Schneidewerk.
Und das braucht dann natürlich auch mehr Zeit. Ja? Hier haben wir ein breiteres Schneidewerk, das heißt, wir sind auch schneller fertig. Und somit ist das hier die günstigste Variante in Form von Quantität. Deswegen haben wir das einfach mal an den Nagel gehängt. Mit der Baumwolle, weil halt jeder gesagt hat, du musst unbedingt Baumwolle machen. Da kriegst du am meisten Geld. Ja, stimmt auch. Aber du brauchst auch doppelt so lange Zeit, um ein Feld abzuernten. Das ist halt natürlich schon sehr fragwürdig. Ich glaube, was auch fragwürdig ist, dass wir hier weiter dreschen wollen, obwohl wir mal einmal hier den Tank leeren sollten. Hoppla. Ich hasse es. Dieses Aufstoßen. Ich habe jetzt XXL-Farm gestartet. Ich kaufe mir Felder, dresche sie und dann verkaufe ich die Felder. Also, was wir hier machen bei dem Spielstand, kann ich ja gerade mal kurz zeigen. Wir haben ja hier Feld 8 und Feld 11 gekauft. Wir kaufen jetzt noch Feld 9 und Feld 10. Und dann verbinden wir die Felder miteinander. Denn dann haben wir nämlich diesen Bereich. Ja. Also einmal hier Feld 8, ja, Feld 11. Feld 10 und Feld 9 und haben wir ein XXL-Feld. Das ist jetzt hier so momentan das Ziel, was wir hier haben bei diesem Spielstand. Ich glaube, damit lässt sich auch... was schleppen wir denn da mit uns mit? Ist da was kaputt? What the fuck? Habe ich ja noch nie gesehen hier. Müssen wir hier mal gucken, was wir hier im Dingens... In der Garage müssen wir noch mal was reparieren oder was? Ja, XXXXXXXXXXXXL-Feld. Kann ich gar nicht aussprechen. Also auf jeden Fall mega. Reparieren müssen wir ja nichts. Komisch. Kann ja nicht sein, dass mir das Ding erst jetzt auffällt. Hey, hallo, was ist da los? Ja, fahr doch zu. Dein scheiß Ding blockiert das jetzt oder was? Was ist das für ein Kack? Hallo? Das blockiert die Kacke. Was ist das eigentlich zum Bums? Dresche abschalten, Helfer, Rohr einfahren, Schneidewerk aufklappen. Keine Ahnung. Was ist das? Haben wir aus Versehen X gedrückt? Tatsächlich. What the fuck? Wann ist das denn passiert? Was ist denn das für ein Scheiß? Es kann sein, dass dir das Ding erst jetzt auffällt. Ja, es kann schon sein, aber warum fahren wir jetzt hier nicht zum Bums? Jetzt geht's wieder. Er ist doch komisch. Es ist auch weg. Wo ist das Ding jetzt hin? Ich bin nicht auf X gekommen. Ich bin nicht auf X gekommen. Er ist schon... Ah, Marco, der Meister. Ja, ja, von wegen. Warum sagen alle zu mir Meister? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht.
repariert alles. Ja. Ich mach, glaub, eher alles kaputt, statt alles reparieren. Das trifft's wohl eher. Lukas, ich sehe dich, dass du mir hier zuguckst. Aus Regenbogen. Ich sehe, dass du mir zuguckst, Lukas. Komm hierher. Ich mach mir schon Sorgen um dich, wo du denn bleibst. Ich habe hier beinahe das ganze Feld abgeerntet ohne dich. Bin gleich endlich da. Du musst schnell machen. Die beiden Hänger sind schon voll. Die musst du ins Silo fahren. Sonst muss ich das noch machen. Mir ist noch was runtergeflogen. Oh Mann. Heute scheint nicht dein Tag zu sein. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Hören uns gleich. Und sehen uns natürlich auch in-game. Du Drecksack, hast Mähdrescher gekauft. Was soll das? Ohne mich? Das habe ich gesehen. Das war gerade so spontan eingefallen. Wechselt man durch die Maschinen, dann sieht man da noch einen Mähdrescher. Ich habe gedacht, ich glaub's ja nicht. Zum Schluss hast du den noch ausgeliehen und jetzt geht die ganze Zeit flöten und wir müssen dafür zahlen. Ich habe da nämlich keine Kaufkosten gesehen, tatsächlich. Ich habe ja gesagt, es hat sich was verändert. Ich habe gedacht, du hast wieder irgendwas rumgespielt am Bausimulator oder sowas. Jetzt hat er einfach neue Maschinen gekauft. Naja, wir klären das nachher. Mann. Ansonsten wäre mir jetzt nichts aufgefallen am Spielstand. Ja, das Feld ist gleich abgeerntet. Das ist gleich abgeerntet. Naja. Aber Lukas, falls du noch da bist, ist gut, dass ich hier schon mal anfangen kann und dreschen. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich hier währenddessen eine Arbeit habe. Finde ich auf jeden Fall gut. Sollten wir öfter so machen. Eine besondere Sache für mich ist da dabei, aber erzähle ich nachher. Ich bin gespannt. Also ich habe auch schon mal angefangen, eine YouTube-Aufnahme zu starten. Deswegen, am besten ist es, wenn du in 10 Minuten reinkommst, dann urplötzlich mitten in der Folge, hallo, da bin ich. Das wäre ziemlich nett. Also die Folge würde ich noch ohne dich machen, wenn du dann in 10 Minuten rein scheunen könntest in Discord. Das wäre top. Super. So, dann machen wir noch in den 10 Minuten noch den zweiten Hänger voll. Das schaffen wir. Oh ja. Sind wir ganz gut gerade ausgefahren. In der Zeit schaffen wir es auf jeden Fall nicht, das Feld abzuernten. Aber wir schaffen es auf jeden Fall, den Hänger voll zu machen. Und was passiert eigentlich? Kann mir das einer sagen von euch? Wenn der Mähdrescher
keinen Tank mehr hat, also keinen Sprit im Tank, was macht man dann? Kauft man dann Sprit von der Ferne oder hat man einfach Pech? Ich will es nicht ausprobieren. Das will ich nicht ausprobieren. Es geht eh schief. Auf Sprit von Ferne. Ah, okay, gut. Ich hatte jetzt nämlich keinen Bock, irgendwie zu einer Tankstelle hinzufahren. So realistisch muss es auch nicht sein. So realistisch will ich es auch nicht haben. Da hier noch dreimal auf und ab und dann war's das. Zweimal ist zu knapp. Ah, dreimal passt. Okay, das Ding ist wieder verschwunden. Passt. Und dann fahren wir jetzt mit dem da runter und holen uns den zum Auffüllen. Ist der nämlich auch schon voll. Und der Flottenadmiral. Hallöchen. Moin, moin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich kenne dich doch. Ah, easy. Der Hänger ist jetzt auch voll. Garantiert. Kann ja nur so sein. Oh ja. Oh nee, doch nicht so ganz professionell angefahren. Es gibt ein Dieselmod, in dem du Spritfässer und 10 Kanister kaufen kannst. Ah ja. Aber, ja, wie schon gesagt, Mods fallen bei diesem Spielstand leider Gottes raus. Haben wir bis jetzt uns noch um keinen Mod gekümmert, den wir haben könnten. Aber halt auch, als wir es gesagt haben, wir machen das Vanilla, ne, wie sich das so schön nennt. Ein bisschen Getting Over It gespielt. Ich habe die Maus am Ende so verkrampft gehalten. Ich glaube, die Maus besteht jetzt aus Diamant. What the fuck, was? Das ist nicht dein Ernst, komm. 2% fehlen noch, mach mich doch nicht schwach. Mach mich doch nicht schwach, Mensch. 2%, Alter, wohl ein Witz. Kannst du den Spritwagen kaufen? Wie, im Mod oder jetzt hier? Im Mod, ne? Spritwagen hört sich gut an. Nein, kenne ich nicht. Sorry. Noch nie gehört. Getting... was? Getting I over. Oder over it? Kann ich schon nicht mehr lesen. Kein Mod. Ah ja. Vielleicht kaufen wir uns den. Ja, wobei, lohnt sich nicht. Wenn jetzt bedenk, wir fahren jetzt hier zum ersten Mal dann zu einer Tankstelle. Haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Getting over it. Nee, kenne ich wirklich nicht. Noch nie gehört. Das tut mir leid. Flottenadmiral. Kostet 7 Euro auf Steam. Die Frage ist, wie groß und wie populär das ist. Also muss man das wirklich kennen? Weil ich kenne es nicht. Also es spielt auf jeden Fall nicht in der Kategorie von GTA oder sowas. Ansonsten würde ich es kennen. Sojabohnen 100%. Das ist der neue Mähdrescher. Ja, war ja klar, dass es die letzte Dings hier ist. Der Name ist Programm. Aha. Der Reiz als Zuschauer ist dabei, den Streamer Lion zu sehen. Ja, ja, ist das so. Ich glaube, am meisten leiden die Leute, wenn sie Kinderspiele spielen. Weil die machen ziemlich Agro. Tatsächlicherweise. Die machen noch Agro. Agro, was ist die Steigerung von Agro? Gibt's wahrscheinlich nicht.
Die machen auf jeden Fall noch mehr Aggro als irgendwelche Ego-Shooter oder so. Vor allem, wenn sie halt nicht so gut funktionieren, ne? Aber das Prinzip klingt auf jeden Fall mal interessant. Sollte ich mir vielleicht einmal angucken, das Ganze. So, aber das war es jetzt erstmal von und für diese YouTube-Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Am Agro-Westen. Genau. Oh Mann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Metal out.